Hallo und ein herzlich willkommen zu Let's Play Omnibus Simulation 2, die Special-Folge, die 100. Folge. Mann, Mann, Mann. Die zweite Staffel, schon 100 Folgen schon. Ohne euch, ich möchte mich allererst mal an euch bedanken für euer Treue, für euer. Einfach vielen Dank. Es wäre nicht so weit möglich gewesen. Vielen Dank, vielen Dank. Dafür habe ich euch was Schönes vor. Das ist eine unserer neuesten Karte, unserer neuesten Map. Heute fahren wir in Bad Hügelsdorf, einer der neuesten Karte, die vor kurzem erschienen wurde. Wirklich einer, der vor kurzem erschienen wurde. Die fahren wir heute. Unser Bus steht auch schon bereit, ist schon getankt und so weiter. Ja, Bad Hügelsdorf ist ein wunderschönes Dorf, der mit anderen Dörfern angeschlossen wird. Und es gibt eben, wie gesagt, mehr als 10 Linien. Also. Es gibt die Linie SB1, das ist die Schnellbahn, die Schnellexpress, also ihr Schnellbus. Dann gibt es die Linie 301, 316. Dann haben wir die 303, 306, 318, 304, 307 und 314. Und dann noch dazu die Nachtbusse. Also. Ohne euch wäre es nicht so weit geworden. Ich bedanke mich wirklich ganz von Herzen bei euch. Heute werden wir mal mit der Linie 301 fahren. Aber dafür werden wir von dem Betriebshof, die wir gerade stehen, nach dem Hauptbahnhof fahren. Ich würde aber euch erstmal den Bus zeigen. Ich mache da mal erstmal Elektronik alles aus. Dann zeige ich euch mal den Bus. So sieht der Bus von außen, hey. Kollege steht auch schon bereit, aber der muss erstmal warten. Wir starten von dem Betriebshof VBB. Ha? Das ist unser Bus. Ist ein Kleinbus mit den Y-Achse drauf. Wir hier hinten musst du hier nur mal aufpassen, dass ihr um die Kurve nichts anstoßt, weil der Hinterteil schwingt sowas von weit aus. Das habt ihr mit dem Doppeldecker in der letzten Folge gesehen, wie er einfach nicht warten konnte. Dann würde ich sagen, gehen wir auch rein. So sieht der Bus von hinten aus. Gefällt mir einfach. Das ist die Heizung. Damit kann man den Lenkrad umpositionieren. Ich habe bei mir jetzt schon richtig positioniert. Die Beleuchtung. Warnblinker. Ja. Das war die Warnblinker. Auf die rechte Seite haben wir dann die Haltestellebremse, die Knielink. Hoch und runter sinken. Da haben wir hier die Knielink automatisch, glaube ich. Die Knielink nach oben. Diese, keine Ahnung. Die Türen. Die hintere Tür geht leider nur manuell auf. Deshalb musst du leider manuell bei jeder Haltestellknoten drücken. Dann haben wir hier den Nummer und die PIN-Code, die wir gleich benutzen werden. Das ist der Ibis und Fahrkartenautomat. Dann zeige ich euch meinen Bus. Also mir gefällt der so richtig mit der Anzeige dazu. Also mir gefällt der Bus so richtig. Aber bei den mit bestimmten Linien ist es nun mal nicht geeignet mit dem Bus. Kann ich. Wird ihr dann die laufende Zeit dann sehen. Ja, der Kollege kann noch warten. So sieht der Bus auch von hinten aus.
Also echt geil, mir gefällt es. So, das ist der hintere Bereich. Na Kollege, viel Spaß. Da würde ich sagen, setzen wir uns mal hin. Gut. Dann starten wir mal die Elektronik. Die Melodie und der Piepton kommt nochmal von diesem Fahrkartenautomaten und die gibt es. Jetzt Anmeldung. Melden Sie sich an dem System an. Ja. Personalnummer. Müssen wir auf den Schild aufdrücken. Dann müssen wir die Nummer hier, was hier steht, dort eingeben. 210. 52 wollte ich schon sagen. 52. Dein PIN-Code haben wir dann hier 150 67. 150 67. Haben wir die Linie? Kollege. Was sollte das denn? Ich war nicht mal fertig bereit gewesen. Meine Güte, ich muss gleich leistungsstark gleich sofort. Und der. Alter, warum wegen diesem Mist muss ich leider. Ich hoffe, du bist zufrieden, Kollege. Meine Güte, und das alles nochmal. Weil das geht alles automatisch aus, wenn man die. Wenn man Elektronik ausmacht. Sonderziel gehen wir dann die 12 an. Das ist dann die Betriebsfahrt. Einfach nur unfassbar. Ich hoffe, der Kollege ist wenigstens zufrieden mit dem Mist. Das ist die Verkauf. Aber ich gebe mal den Ziel. Muss ich hier, gebe ich nochmal manuell ein. 12. Warum kommt da nichts mehr? Hat er den Bus ruiniert? Wieder. Also nochmal alles. 0. Und weg damit. Dann gehen wir nochmal die Ziele ein. Ja, jetzt stimmt es wieder. Betriebsfahrt. Gut, alles klar. Wir haben alles eingestellt. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist die Heizung, die ich schon gefahren habe. Sorry für den Nachrückglanz, weil ich musste leider das alles so klein machen, weil das die Karte nochmal so groß ist. Wir werden damit die Linie richtig viel Spaß haben. Sag ich euch schon mal voraus.
wie gesagt, man muss dann immer mal aufpassen, die Gruppe, dass er hinter keinen liegt, nirgendwo anstoßt. Was ist das denn für ein Berufsverkehr? Ach ja, was ich noch nicht erzählt habe, es gibt auch eine Durchfunk von der Leitstelle zu den Busse-Kollegen. Man kann leider nichts selber mit durchfunken, aber mir gefällt es. So, da vorne los. Na toll, na toll, na toll. Hätten die wir nicht da hinten im Stehen bleiben können? Mama, Mann, was für ein Berufsverkehr hier. Wenn jeder jetzt nach links abbiegen, oder wie? Warum bleiben wir da hinten nicht stehen? Jetzt kann ich mal den Fuß ein bisschen entspannen. Das kann ja lange dauern, bis ich um die Kurve bin. Eigentlich theoretisch hätten die Orange und der Transporter hier hinten stehen bleiben können, so dass der Taxifahrer mal links abbiegen kann. Oder der Taxifahrer hätte dann mal einfach nur, weil es nicht geht, weiter geradeaus fahren. Dafür stehen wir jetzt unendlich lange im Berufsverkehr. Ja, ja, ja. Entschuldige für das Wort. Mach mal das aus. Der Bus ist ja schön gewärmt. Oh, das meine ich. Das Piepton kommt immer erst, wenn die Handbremse nicht aktiviert ist, wenn man den Motor abstellt. Also tatsächlich schon 10 Minuten hier drin. Und alles wegen dem Berufsverkehr. Hallo, ich sehe nichts. Ah, der Kollege steht auch drin. Tut mir leid. Tut mir echt leid, das tut mir echt leid. Ich dachte, wenn ich mit dem Fernlicht irgendwie ein bisschen Druck entwischen kann. So, ich habe die Kollision jetzt gerade ausgestellt jetzt, weil das dauert mir ein bisschen zu lange. Weil hier 100 Jahren drin stehen zu bleiben, nein danke. Am meisten, das hört nicht mal auf. Hier funktioniert wiederum die Blinker. So, jetzt habe ich die Kollision wieder angestellt. Und da kommt der Nachzügler.
Oder soll ich euch mal die Linie 304 präsentieren? Weil die Linie hat wirklich was drauf. Ohne Kollision. Also es gibt ja... Ist schon mal was. Wir fahren lieber erstmal mit die 301. Nee, das ist so. Mit diesem Bus in dieser Map zu fahren ist am Ende einer richtigen Herausforderung. Also wir fahren vorhin gerade die Linie 316, bei der verkehrt und endet am Hauptbahnhof. Und wir müssen dann in den Bussteig, Haltesteig 1 halten. Vor der Bürgersteig. Tut mir leid. Und am Hauptbahnhof hat man verschiedene Linienmöglichkeiten zu die, außer die 301. Verkehrt nun mal die 304, bei der hat der endet nun mal einmal Dino Park, also Dino Park, einmal am Hauptbahnhof und dann am Strausberg. So, was ich jetzt meine mit einer Kurve fahren, ich muss jetzt noch mal so einlenken aufs Höhen, also ja, einlenken. Und diese Kurve ist auch sehr lustig, wird ihr dann sehen. Wagen 501 für die Leitstelle. Wagen 501 hier, was gibt's? Du, Heinz, der Erik vermisst dein Handy. Kann es sein, dass er einen Wechsel aus dem Bus liegen gelassen hat? Ich habe hier gerade eins gefunden. Bring ich dann später vorbei. Na, fantastisch, da wird er sich freuen. Und das meinte ich, was ich gerade angesprochen habe. Diese kurze Funkmitteilungen, die wurde in diesem Map hineingeprogrammiert. Mir gefällt es richtig, muss ich wirklich sagen. Also wo war ich nochmal? Ach ja, 304. Der endet bei deinem Dino Park und so wie am Hauptbahnhof fährt. Also sprich, man endet, endet man vom Strausberg. Was rede ich denn? Was rede ich denn da gerade? Entschuldige.
304 hat nochmal zwei, nicht nur zwei Endhaltestellen, sondern drei sogar. Einmal ein Stetschelsberg Bahnhof, einmal bei dann am Hauptbahnhof oder der fährt weiter über Hauptbahnhof nach Dino Park. So wie ihr seht, hat die vordere Tür nur eine Tür zur Verfügung und das ist nun mal per Einstieg ein bisschen blöder. Die Linie 301 endet am Hauptbahnhof sowie am Hitzelberg. So wie die Schnellbus SB wollte ich schon sagen. Doch SB, eher Eurobus. Alle weitere erzähl ich dann später. Hey, schau mal, was wer da vorne ist. Die 301. Mit dem fahren wir dann gleich. Die Frage ist nur, wann dürfen wir ihn überholen? Sonst müssen wir die ganze Zeit hinterherfahren. Also so gut kenne ich mich nochmal mit dem Bus. Also, das würde ich schon sagen. Mit der Map leider noch nicht so aus. Hier können wir ihn ja überholen. Hier zeige ich euch mal was. Ach ja, ein kleines Geheimnis mit diesem Bustyp. Wir fahren nochmal mit einem MAN Überlandbus. Der geht nochmal schnell kaputt. Deshalb stand er nochmal in dem Betriebshof. Fast am Hauptbahnhof endet. Okay, sag's mal. Das darf ich nicht zu oft machen. Weil der Bus nochmal schnell kaputt geht.
Stimmt, die Linie 316 endet nur mal einmal am Hauptbahnhof und das dann einmal am Alter Schloss. Gefährlicher Eingriff. Oder soll ich euch mit die Linie? Ja. Ne, mit der 304 werde ich euch allerseits präsentieren. Oder soll ich doch hier? Nein. Hier ist Nummer Hauptbahnhof. Oh. Soll mal lieber auf die Straße achten. Wir fahren doch in Linie 304 von Dino Park. Dafür müssen wir weiter geradeaus fahren. Hey Kollegen, Höhe Große Dollenstraße, ist ein Unfall passiert Richtung Schweigroter Platz. Da bitte etwas vorsichtiger fahren. An die Leitstelle, alles klar, verstanden. Hier verkehrt nochmal die Linie 318 von Montag bis Samstag hier links, Sonntag kann aus. Weil das sowieso eine Spitzzeitfolge ist. Kriegt ihr auch gleich ein Spezialinie. Oh mein Gott, ich bin verrückt. Wir müssen wiederum jetzt den Ausfall benutzen. Mann, ich bin verrückt. Mit dieser Linie zu fahren. Aber für die eine Spezialfolge verdient. Aber ich muss leider ab bestimmtem Moment dann die Kollision abstellen. Weil ich keinen anderen Wahl habe.
Also, wir sind da bei Dino Park. Ich weiß nicht, dass ich noch da anschließend die Rückfahrt noch dazu mache. Nee, wir sind doch nicht da. Tut mir leid. Hier, Ausschildung, Nachricht. Dino Park. Aber letztes Mal geht's auch nicht. Ich beneide an die KIs, dass sie mit diesem Bustypen um die Kurve schaffen. Vorfahrt in diesem Kreuzung. Vorfahrt gewähren, aber manchmal halten sich nun mal nicht daran. Schau mal da rum. Da haben wir den Park. Dino Park. Dino Park. Keine Werbung. Hashtag Werbung für was. Oder? So heißt die Haltestelle und der Ort. So, wir müssen hier nach rechts. Und die beiden PKW stehen im Wege. Schön ausholen und jetzt einschwenken. Hat voll geklappt. Wie gesagt, ohne Ausschwenken geht leider bestimmte Kurven nicht. Seht ihr da vorne? Die gleiche Bustür. So schnell wie möglich mir einen Ersatzbus zu geben, damit ich hier meine Tour weiterfahren kann, das wäre klasse. Dann hol dir halt einen anderen Bus am Betriebshof, ja? Ja, verstanden, danke schön. Anscheinend war der Bus nun mal doch nicht in Wartung. Mal so auf 25 vor. Jetzt gebe ich mal die Linie ein. 304. Ja, falle immer wieder in den Trick hinein. Route Lower 1. Das war natürlich die falsche. Hier, da steht die Anzeige für den. Oh mein Gott. Bitte keine Haten, bitte kein Haten. Ich kenne mich noch nicht alles aus. So sieht es aus. Mal schon mal gleich mal einen Screenshot. Hey Kollege, wie geht's dir? Lange nicht gesehen.
Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wunderbar. Dann schönen Tag noch. Du musst gleich los. Wieso steigen die erst für jetzt ein, wenn der die ganze Zeit angezeigt wird? Hier, über Hauptbahnhof Hessisch. Wieso bleibt der da vorne stehen? Einzig gut ist, dass ich hier halten kann. Auf was wartet ihr denn noch? Siebenundfünfzig ist mein Abfahrt. Der fährt dann diese Wende und fährt dann da hinten, wo die PKWs rausgefahren sind, wieder raus. Das fällt mir jetzt gerade auf. Gut, Dichter. Gut gemacht, was soll ich wirklich sagen? Grüß Gott. Noch kein Einstieg, ich hab auf Hause. Ach egal, wie ihr wollt. Hi. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Entschuldige Leute, ich hab auf Pause. Hallo. Hallo, ich hab auf Pause. Hallo. Servus. Hi. Ja, schön. Ich hätte gerne ein Touristenticket. Ein Touristenticket, komm sofort. Vielen Dank. Schön, Tana. Ja, wie ihr sieht, gibt es auch noch dazu, außer dieser Einzelticket und Kurzticket mit Einzelticket, mäßige Kurzticket, gibt es auch noch einmal Gruppenticket, Nachtticket, Touristenticket. Also, mir gefällt es. Und dieser Fahrkartenautomat schaltet den Ticketverkauf automatisch um. Mit den E-Bills an der Stelle. So wie, also die wechseln sich immer wieder ab. Gut, alles fertig. Glaube, ich fahre jetzt schon mal los. Oder Anzeige? In der Minute zeigt er mir an. 15:27 kommt dann der nächste. Also es ist immer ein halbe Stunde Tag. Mein halbe Stunde Tag. Wenn der sagt sofort, dann fahre ich schon los. Aber das Blöde ist einfach, es gibt eine. Was soll ich denn, wie soll ich denn das sagen? Es gibt eine normale. Wagen 509 für Leitstelle. Leitstelle hört. Sag mal, kann es sein, dass mein Bus heute Morgen nicht aufgetankt wurde? Der steht schon auf Reserve. Mit der Bahn? Sowas prüft man vor Fahrtantritt. Sofort zum Betriebshof zurück. Der Wagen wird hier getankt. Ja, wie gesagt. Oh, hatte ich die Ampel mitgenommen? Upsi. Ja, sonst hätte ich nicht um die Kurve kommen können. Ja, wie gesagt,
Es geht bei dem Bus so nochmal die automatische Haltestelle Ansage, also dass sie ja automatisch die nächste Haltestelle aufnimmt. Alter, war das eng. Ach, die Sahne schon wieder. Aus dieser Winkel kann ich ja nichts machen. Sonst muss ich manuell machen. Gewerbegebiet Hohe Berg. Also mir gefällt einfach die Anzeige. Aber wenn man hier auf... Hier hat man wiederum viele Möglichkeiten. Der Fahrt dauert dann eigentlich halbe Stunde. Aber... Ja, man sollte lieber die Straße da vorne halten. Ich muss mal gleich mal bei der Linkshaltestelle mich wieder anmelden. 35 Minuten Verspätung, really? Das meine ich schon. Nimm einfach den Vorfahrt. Mamma mia, fängt schon mal gut an. Ich muss mich jetzt wieder anmelden. Gewerbegebiet Hohe Berg. Boah, die Sonne nervt. Aber wie diese Wege kann ich ja nicht machen. Hi. Guten Tag. Falkenstraße. Ich gebe zu, das war dieses Mal mein Fehler. Können Sie mal anständig fahren? Es ist 70 erlaubt.
Zu spät. Beinahe in die nächste reingekracht. Wenn man so nimmt, gefällt mir der, die Map nun mal sehr gut. Aber mir gefällt, aber manche Kurven sind für diese Busstrecke eigentlich auch für die kleinere nicht geeignet. Moin. Schlaumeier. Hauptbahnhof. Wir müssen jetzt an die Bussteige 3 einleiten. Weil, kann ich auch gleich sagen, die Haltestelle Bussteig 2 und 3 gehört nun mal für den 304er. Das wiederum für die 2, für die Endhaltestelle für die 304er ist. An die 3 Bussteig 3. Leitstelle für Wagen 503. Er fährt ja echt wie eine gesenkte Sau. Leitstelle hört Wagen 503. In der Stadt riecht es verbrannt. Ist euch da was gemeldet worden? Keine Ahnung. Wir prüfen es mal bei der Feuerwehr nach. Danke. Das war der perfekte Timing überhaupt. Hi. Halli, hallo, hallo. Ich brauche jetzt nur ein Ticket für ein paar Haltestellen, also eine Kurzstrecke. Danke. Ja, danke schön. Mir reicht eine Kurzstrecke. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Dankeschön für die Fahrkarte. Schön noch. Ach, kommt der nächste? In 9 Minuten. Sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen gefressen oder was? Sie fahren ja wie der letzte Dreck. Ganz ehrlich, ich fahre mit 20 km/h um die Kurve. Das ist nicht mal schnell. Soll ich mit 10 km/h um die Kurve fahren? Ihr könnt beim nächsten Haltestelle aussteigen, Leute. Meine Güte. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 301 in Richtung Hildegardplatz über Augustaplatz und 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgawee.
sich auf Sie verlässt, Gott. Hat man auf Hand. Einmal normal, bitte. Ja. Danke. Schön, Tata. Also wir müssen die erste Ausfahrt raus. Naja, das wird dann lustig mit dem Bus. Ich warte, bis der Feuerwehr um die Kurve ist. Bis dann. Das meine ich mit den engen Kurven. Enge Straße, enge Kurve mit einem langen Bus. Mozartweg. Guten Tag. Mahlzeit. Also meine Mutter predigt mir immer, pünktlich zu sein. Wenn du möchtest, Junge, kannst du mal ruhig an die Steuer gehen. Da weißt du, dass dir deine Mutter auch ein bisschen Unsinn erzählt. Alter, die Sonne. Schön da. Tja, wenn ich fährt, hat Pech gehabt. Das ist wirklich bei mir eine Realität. Da kann ich dich abdecken. Zusammenstoß. Am Alfred-Brunner-Weg sind die Ampeln ausgefallen. Plant etwas mehr Zeit ein, die Polizei regelt den Verkehr. Kann ich um die Kurve so. Aber der fällt trotzdem geradeaus. Will er mich auf den Arm nehmen? Guten Tag. Gott zum Große. Hallo. Hallo. Servus. Also bis zum Unfall von den Anfang, das
weder meine Schuld ist, dass ich nicht aufgepasst habe, sind wir ja so gut wie gut durchgekommen. Sehr clever, Junge. Oh, gut, dass der Kollege jetzt kommt. So, jetzt wird lustig. Käferclub. Was soll das denn werden? Und Zusammenschluss da hinten. Ja, genau, ich muss da links rein. Willst du mich auch ein bisschen auf den Arm nehmen? Gut. Der fährt ja wieder letzte Henker, ey. So ein Scheiß. Also diese Sprüche hatte ich schon dadurch. Hab ich gar nicht. Also diese für mich steuert. Und das meine ich, dass man damit um die Kurve bis besser rechnen soll. Aber da konnte ich selber nicht dafür, weil die KIs mich so gezwungen haben. Wer fährt denn da hinter mir überhaupt? Hallo. Ach, 319. Ich glaube, den gibt es in dieser Addon nicht. Hab ich da was gesehen? Willst du mich auf den Arm nehmen? Na, das meine ich. Man hat dann noch die Kurve, dann kann ich schon. Alter, war das knapp. Darf ich jetzt? Ich gebe zu, ich habe mich schon mal hier rein verfahren. Oder war das da hinten? Keine Ahnung. Ich habe mich hier irgendwo auch verfahren. Toll. Dank dem Schlaumeier. Hier hatte ich richtig viel Glück gehabt, aber später und dort hinten wird dann lustig. Es wird jetzt schon alles zu eng mit dem Bus. Wildeiche. Hallo? Wenn sie auf sie verlässt, hat man auf Sand gebaut. Geht doch weiter. Heizung habe ich schon mal angemacht. Was ist jetzt los?
Verkehr. Danke schon für die zweite Mal die Durchsage. Dankeschön. Wir nähern uns immer näher an die gefährlichen Stellen. Ja. Ein Erwachsener, bitte. Vielen Dank. Schön, Tanner. Diesmal mal klein gegeben. Kollege Bruce? Moment, ich muss mich überrichten. Oh ja, jetzt geht's los. Da fahr. Jetzt muss schalte ich mal die Kollision mit einer Fahrzeug aus. Also die Kollision schalte ich mal aus. Werdet ihr dann gleich sehen, wieso, weshalb, warum. Weil die Straße nochmal so eng ist. Weil das ist die scharfe Kurve, die den ich mal auch mal festgesteckt bin. Also wäre hier Gegenverkehr, wäre ich hier hätte ich dann ein Problem. Nicht nur ein Problem. Die Kollision lasse ich jetzt absichtlich noch draußen. Okay, wir müssen dann später zu den Kirche. Das zeige ich euch mal gleich. Jetzt kommt die fiese Kurve. Frag mich nicht, warum die unbedingt da vorne stehen bleiben.
Also fast bei dieses Mal kein Gegenverkehr. Also dieses Mal bei die letzten Malige hatte ich das Problem, dass ich nicht um die Kurve konnte, weil auf beiden Seiten nochmal blockiert hatte. Dort näher geht's auch nicht. Militärmuseum. Leitstellewagen am 507. Wir hören. Ich habe jetzt bei irgendwo Fahrgäste. Das ist Eddingstedt. Bitte die nächste Haltestelle anfahren. Wir schicken die Polizei. Okay, aber dann lasse ich keinen raus, oder? Nein, das wäre ja nicht klug. Also mir gefällt die Ansage überhaupt. Hier sind wir um die Wagennummer 306. So, wir müssen gleich die ganze Ausfahrt raus. Kannst. Ich kann auch gleich durch. Sechelsberg, Rathaus. Also, jetzt kommt die öfters. Also jetzt kommt eine kleine Info von mir. Weil ich bin schon mal mit der Linie als Testfahrt mal kurz mal gefahren. Also so eine Testfahrt, ja. Aber das musste ich sowieso unbedingt in der Aufnahme zeigen. Hier teilt sich nun mal die Linie zweispurig, also hier zwei Seiten. Zweispurig bin ich. Dass wiederum Richtung Bahnhof und weiter geradeaus fahren kann. Ja, als Kurzläufer. Wir müssen genau hier links rein, deshalb habe ich extra die Kollision auch ausgestellt. Bleibt da stehen. Kursläufer enden nur mal da hinten. Manchmal kurz mal Stopp. Kann ich euch mal besser präsentieren. Kursläufer Bahnhof direkt, ja. Müssen nur hier geradeaus fahren zum Bahnhof. Aber, also zur Strandbahn. Bahnhof, aber nach Rathaus müssen wir nochmal hier links in diese enge, wunderschöne Straße hinein und Richtung Bahnhof. Also die Straße ist nicht umsonst so eng, deshalb habe ich auch die Kollision ausgestellt. Der nächste Grund ist gleich hier um die Ecke. Ich lasse den PKW gleich kommen. Komm, fahr! Jetzt kommt der PKW. Dass wir dann hier gleich hier links rein abbiegen können.
Guten Tag. Ja, ein hallo. Ein Schüler-Ticket. Ein Schüler-Ticket hättest du gern. Ich hätte gerne ein Kurzstreckenticket, bitte. Ja, kein Kind ist verfolgt. Dankeschön für die Fahrkarte. Ach, der Kollege kam gerade entgegen. Und jetzt habe ich schon wieder einen Fehler. Und jetzt, weil ich die Kollision ausgestellt habe, weil sonst hätte ich wieder die Kollision drin, hätte ich in dieser Kurve stecken geblieben. Boah, der hat seinen Führerschein auch gefressen, oder was? Fang ja wieder letzte Dreck. Entschuldige, dass ich sonst die Kurve nicht kriegen kann. Ihr könnt beim nächsten Mal zu Fuß laufen. Meine Güte. Sechelsberg Kirche. Trotz mit diesen 40 Minuten Verspätung. Hätte ich dann keine Wahl. Vorsicht beim Aufsteigen. Warte mal, ich muss mal kurz machen. Einen Moment. Tut mir leid, ich muss gerade fahren. Hallo? Hallo. Ich muss da gerade was rausnehmen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Jetzt müssen wir da vorne in der Rechts abbiegen. Ich fahre so weit wie möglich nach links. Aber nicht so weit, so dass ihr hier hinterteilig irgendwo rankommt. Ja toll, genau dort, wo ich rein muss. Winzergasse. Leitstelle für Wagen 501. 501, wie höre ich? Mein Bus ist vollständig überfüllt und ich habe schon eine Viertelstunde Verspätung. Wagen 501, wir wissen darüber Bescheid. Wagen 548 hatte einen technischen Defekt und ist dadurch ausgefallen. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann rechne ich mit noch mehr Verspätung. Wäre die Teheran und die KI nicht abgeschaltet, hätte ich dann die Kurve nicht kriegen können. Aber ich kann ab jetzt wieder alles aktivieren. Weil die Kurve ist immer sehr fies. Hallo.
immer diese Fahrgäste. Sechelsberg, Buchheim. Das sieht ihr jetzt live. Genau so wäre dann die andere Kurve gewesen. Bitte Vorsicht beim Aussteigen. Sechelsberg Bahnhof. Okay, das war ein Fehler, dass sie umschalten nicht möglich ist. Jetzt kann ich fahren. Jetzt sind wir hier draußen, aber bei Rückfahrt müssen wir die Kollision nicht abschalten. Wir fahren gleich weiter. Boah, hey, sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen gefressen oder was? Das kann ja wie der letzte Dreck. Schnaut leise. So, dann lass mich mal kurz schauen, wo geht es jetzt hin. Jetzt müssen wir nach Hauptbahnhof fahren, da heißt es dann wieder die Linie 3. Hauptbahnhof sofort. In 5 Minuten ist dann der, in 4 Minuten ist dann der, komm, fährt dann der deine Fahrt. Ich glaube, der fährt dann gleich direkt weiter. So. Alle Mann drinnen. Grüß Gott. Dachte ich mir schon, dass sie noch jemanden mitfahren müsste. Also wir müssen jetzt nach Rathaus. Müssen wir wirklich? Nee, Buchheim, da müssen wir nach links. Sonst direkt der Fahrt, wo was ich gerade angesprochen habe, hätte dann da hinten ist dann nur dieser Wendepunkt und so hätte dann die Strecke zurückgeführt. Müssen wir Gott sei Dank nicht hier halten. Sechelsberg, untere Dorfstraße.
langsamer geht es irgendwie auch nicht. Boah, der ist ja auch im Lotto gewonnen. Könntest du mal das hektische Fahren bleiben lassen? Da. Ja, ich hoffe, ihr werdet gut durchkommen. Allmächtiger. Jetzt wegen dieser Szene hatte ich die Ansage nicht leider verpasst. Oh Mann, das kann aber dauern. Komm! Fahr! Man sollte lieber den Gang wechseln, bevor man die Bremse loslässt. Wir sind ja vorhin an den Hauptbahnhof an den Steig 3 angehalten. Und jetzt und müssen wir den Servus. Steig 2 halten. Sechelsberg Kirche. Hallo. Guten Tag. Bleib. Ach ja, schon wieder. So, dann nehme ich mal die Kollision wieder raus. Weil jetzt kommt wieder diese Kurve. Sechelsberg, Rathaus. Wie ihr seht, hätte ich das nicht rausgenommen, wären die in mir reingefahren. Hier mal rein. Da hatte ich mal kurz den Bürgerstand gesehen. Anscheinend nicht. Da fahre ich mal weiter. Zu spät. Schlau war ja. Sechelsberg, alte Landstraße. Bei der Hinfahrt nach Stauffen Bahnhof müssen wir die Haltestelle nicht halten. Ich habe die Kollision absichtlich noch ausgestellt. Also theoretisch, Leute, hätte ich den Fahrt nach Dynaport nicht aufnehmen müssen, weil wir sind doch mehr als Betriebsfahrt dahin gefahren. Ja.
Kurve wird mir ganz schlecht. Alte Gische. Sonst steig raus. Mir egal. Wir müssen die zweite Ausfahrt rausfahren. Pünktlichkeit. Guten Tag. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Na klar. Kommt sofort. Wunderbar, vielen Dank. Ja, kein Problem. Kostet aber Geld. War ein Scherz. Bezahlt hast, haben sie ja schon. So, jetzt kommt die Engelkurve, wie ihr seht. Trotz dass wir Vorfahrt haben, kommen wir da nicht durch. Weil immer wieder Gegenverkehr. Leitstelle für Wagen 501, bitte kommen. Die Leitstelle hört. Meine hintere Fahrtüre schließt nicht mehr, was soll ich machen? Sag mal, du hast doch ein MAN. Schmeiß dich doch einmal ordentlich gegen die Tür, dann geht das meist wieder. Und wenn nicht? Ja, dann schicken wir den Werkstattwagen und dann werfen sich zwei Mann dagegen. Moment, ich probier's selbst mal. Geht wieder. Beste Antwort ever. Das, also ganz ehrlich, ich feiere diese Sprüche. Wie ihr merkt, ich habe die Kollision auch nicht eingestellt, weil jetzt die nächste Kurve kommt, die wir mit Glück durchgekommen sind. Ohne Gegenverkehr. Guten Hallo. Tag. Wenn sich auf Sie verlässt, hat man auch Sand gebaut. Lille. Hey, Kollege, kommt. Das ist ein ganz klein, also ein kleiner Bus. Ohne diese Y-Achse. Ich fahre wieder mit einem Y-Achse dran. Nur einen Ball. Gut, dass ich die Kollision abgestellt habe. Also ich kann gleich schon die Kurve wieder anstellen. Weil dann war es das mit dieser engen Kurverei. Wie die immer wieder angerast kommt, ohne
abzubremsen. Aber so sind die Nummern. Danke. Trotz Verspätung muss ich natürlich hier halten. Dankeschön. Wir könnten die Seitestelle aussteigen. Rosenweg, Käferclub. So, das wird jetzt wieder lustig. Man sieht manchmal wegen die Türen nicht mal, dass jemand angekommen ist. Anderes. Und jetzt geht's los. Da stimmt die Pfeil nicht. Ich muss nach links, nicht nach rechts. Und wegen sowas bin ich leider hier geradeaus gefahren. Wagen 512 an Leitstelle. Leitstelle hört. Meine Hintertür schließt nur sporadisch. Tja, Wagen 512, das kommt davon, wenn man immer später auf Arbeit ist, wie man soll. Alter, das war fies. Oh, das war aber böse. Kommt Gegenverkehr? No. Oh, doch. Aber der ist, oh, gut, dass ich Glück hab. Dankeschön. Die Koalition wieder anschalten. Kirche.
Ulrich Klatz. Also ganz ehrlich, fühle mich am besten verarscht vor. Wenn wir jetzt gerade in der Aufnahme ist, sind die Kürzer die Straße frei, so dass ich mit dem Bus durchkomme. Sonst privat hatte ich nur Pech gehabt. Der will hier rein. Keiner will rein, keiner will raus, kann weiterfahren. Gut, dass kein Kollege kommt. Was ist eigentlich los? Egal. Wer nicht fährt, hat Pech. Dankeschön, aber bleib. Gut, dass ich hier weg bin. Da kommt ein Kollege. Also ganz ehrlich, das ist eine Spezialfolge. Schon über eine Stunde geht die Folge. Und das lasse ich ungeschnitten drinne. Weil das nochmal die 100. Folge ist. So, da gibt's, wollte ich auch mal was Besonderes machen. Vorsicht beim Aussteigen. Bitte lass kein Kollege um die Ecke kommen. Bitte lass kein Kollege um die Ecke kommen. Wie freundlich? Wie freundlich. Albert Kunzeweg. Dritte Ausfahrt.
Hauptbahnhof. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Zeigt sich was mit 2? Ja, die da rein wissen wir. Aber was ist hier los? Welcher Kollege steht schon wieder in den Wege? Ist doch genau wie privat und beim letzten Mal. So, wer steht hier im Wege? Eigentlich keiner. Hätte er einfach ruhig reinfahren können. Ist euer Ernst? Ich muss wirklich nicht 10 Minuten warten. Na, schauen wir uns mal hier an. Hier hält der Dino Park, weil die zweite. Also Richtung Dino Park. Hier hinten ist dann die, ja, die Endtürme bisher. Und wir müssen wiederum hier drüben bei die 3. Ja, sofort eigentlich. Aber 9 Minuten kommt der nächste. Der Zug ist gekommen. Ah, geht auch weiter. Hoffe ich mal. Jo, es geht weiter. Aber mit dieser Linie fahren wir auch noch. Aber in vollen. Wir müssen einmal wenn und dann da hinten auf die andere Seite. Muss leider Lanzen fahren. Also mit 10 km. Ach, die Sonne. Ja, ich war jetzt zu spät. So, Endstation. So, Endstation, bitte nochmal aussteigen. Wir bitten alle Fahrgäste, um auszusteigen. Warum fährt er weiter? Okay. Keine Ahnung. Ja, meine liebe Freunde, das war's schon mit einer Special-Folge mit Let's Play Omnibus Simulation 2. Ach ja. Das, warum der hier auf die andere Seite kommt, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ja, wie gesagt, das war's mit dieser Folge. Die 100. Folge von Let's Play Omnibus 2 bei der nächsten Staffel. Also Staffel 2. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder mit Let's Play Omnibus Simulation 2. Ich bin euer Skelett. Ciao. Mit V.